6717 zu 25 Tor für Liverpool FC, 0 zu 1 durch Mohamed Salah, 6617 zu 24. Der Linienrichter leistet sich einen kleinen Fauxpas, als er die Nie nach einem Freistoß von links zurückpfeift. Klar, im Abseits standen zwar zwei von dessen Teamkollegen, die jedoch gar nicht eingreifen. Hier hätte der Assistent wohl lieber noch ein bisschen abgewartet. Watford ist jedenfalls im Pech, 6417 zu 22. Auf einmal darf der LFC selbst kontern und sofort geht über Mané die Post ab. Der Senegalese treibt die Kugel nach vorne, verpasst dann jedoch den richtigen Moment zum Abspiel auf Salah. Daher steht der Ägypter im Abseits, sein Versuch durch Fosters Beine streicht jedoch ohnehin am langen Pfosten vorbei, 6317 zu 21. Innenverteidiger Lovren versucht sich im Zuge einer Ecke als Flankengeber und das gar nicht mal schlecht. Am zweiten Pfosten rutscht Firmino in der Ellbogenlampe, bringt das Spielgerät allerdings nicht aufs Tor, 6117 zu 19. Jetzt wird es rustikaler. Mariappa geht gegen Firmino mit voll durchgestrecktem Bein zu Werke, doch wir sind ja auf der Insel, weiterspielen, 6017 zu 18. Gelbe Karte für Jordan Henderson, Liverpool FC. Success lässt mit seiner ersten Aktion Henderson stehen, der sich nur mit dem Griff ans Trikot zu helfen weiß. Die einzig richtige Folge dessen ist die erste Verwarnung der Partie, 5917 zu 17. Auf dem Rasen tut sich ansonsten eher wenig, Liverpool bleibt bemüht, kommt aber kaum einmal in die Gefahrenzone. Stattdessen kontert Watford, 5717 zu 16. Kommt mit Success jetzt der Erfolg. Der umtriebige Doyle voll muss ETWS überraschend runter, für ihn bringt Javi Gracia nun Isaac Success, dessen Name mit Sicherheit zu den schöneren im englischen Profifußball zählt, 5717 zu 15. Einwechslung bei Watford FC Bindestrich größer als Isaac Success, 5717 zu 15. Auswechslung bei Watford FC Bindestrich größer als Gerard Doyle voll, 5517 zu 13. Watford will einen Strafstoß. Robertson trifft Lewis wohl mit dem Fuß am Bein, andererseits ist es ein eher kleiner Kontakt, aus dem Lewis viel macht. Knifflige Szene, Tendenz eher faul. Moss Pfeife bleibt aber stumm, weiter geht's beim Stand von 0 zu 0, 5217 zu 10. Im stimmungsvollen BVIC reagieren die Zuschauer auch sofort und singen oder trommeln ihre Schützlinge nach vorne. Zu Recht, denn im heutigen Traditionsduell ist ein Achtungserfolg der Hausherren auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, 5117-08 Mané trifft den Pfosten. Na also, es geht doch. Einmal kann Liverpool den Gegner etwas überrumpeln und schon wird es brandheiß. Firmino erhält die Pille im Zentrum und hat das Auge für den links mitgelaufenen Mané, der sofort abzieht und den Ball aus spitzem Winkel an Foster vorbei an den Pfosten setzt. Es war zwar abseits, doch das Publikum ist wieder wach, 4817-07. Wie schon zu Beginn des ersten Durchgangs schnüren die Reds den Gegner sofort ein. Weil die Hornissen die Mitte des Feldes allerdings nach wie vor aufmerksam zu machen, kann die Kloppelf ihre Stärken noch nicht so richtig ausspielen, 4617-04. Weiter geht es im Nordwesten Londons. Ob der LFC nun zwingender auftreten oder andererseits Watford seine Nadelstiche besser nutzen kann, sehen wir in den nächsten 45 Minuten. 4617-03 an Pfiff 2. Halbzeit 4516 zu 51. Halbzeitfazit. Nach einer über lange Zeit spielerisch dürftigen Partie steht es verdientermaßen zur Pause 0 zu 0 zwischen Watford und Liverpool. Die Hausherren kamen gut aus der Kabine, Doyle Foys schneller Führungstreffer wurde allerdings zu Recht wegen einer Abseitsposition aberkannt, zweiter. Danach übernahmen die Gäste das Kommando, produzierten allerdings bis kurz vor der Pause wie auch die Schwarz-Gelben keinen einzigen Torschuss. Danach ging es auf beiden Seiten rund, so dass Alisson und Foster sich wieder erwarten, nicht in der Pause warm schießen lassen müssen.
Gleichzeitig gibt die Schlussphase der ersten Hälfte Anlass zur Zuversicht, dass die Zuschauer an diesem Samstagnachmittag nicht das erste torlose Remis zwischen Watford und Liverpool sehen werden. Bis gleich also 4516 zu 48 in der Nachspielzeit passiert außer einem langen Van Dijk-Ball ins Nichts wenig, daher bitter Schiri Moss zum Pausentee, 4516 zu 47 offizielle Nachspielzeit, Minuten 1 die reguläre Spielzeit ist abgelaufen, eine Minute Nachschlag gibt es. Angesichts zumindest der letzten 5 Minuten stört das hier niemanden, 4516 zu 47 auch die Hornissen spüren, dass hier und heute etwas geht. Dini schlägt eine flache Ecke in die Mitte, die auch verlängert wird, doch am Elfmeterpunkt steht dann nur Wijnaldum und klärt die Situation, 4216 zu 45 aus dem Nichts ist hier Musik drin. Kurz vor der Pause rückt Foster immer mehr in den Mittelpunkt, zuerst wehrt der Keeper einen Versuch Mannes per Fußsäuze zur Ecke von rechts ab, an deren Ende Selle am zweiten Pfosten zum Kopfball kommt und das lange Eck anvisiert. Doch der Torwart taucht stark rechts ab und bewahrt das Heimteam vor dem Rückstand. 4016 zu 43 der Hornissen-Keeper leitet seinerseits einen Angriff Watfords ein, an dessen Ende sich Ellison für einen Außenristschuss von Pereira strecken muss. Auch der Liverpool-Keeper gibt sich jedoch keine Blöße und wehrt die Kugel zur Seite ab. 4016 zu 42 bislang waren Torschüsse im VIC Fehlanzeige und nun geht es gleich auf beiden Seiten rund. Erst fängt Firmino stark einen Pass im Aufbauspiel ab, doch seinen Flachschuss auf das lange Eck fängt Foster stark ab. 3816 zu 41 Doucouré will den Ball nach einem Freistoß Pfiff im Mittelfeld erst nicht zurückgeben und wirft ihn dann weit hinter sich. Allerdings hat der erfahrene Schiedsrichter Moss gar keine Lust auf solche Mätzchen und macht das dem Franzosen auch unmissverständlich klar, 3516 zu 37, es ist durchaus riskant, wie hoch der LFC steht. Immer wieder lauert der schnelle Doyle Foy auf die langen Bälle in die Tiefe und hat bislang nur Pech, dass die Reds immer wieder ein Bein in den Passweg bekommen. Unverwundbar wirkt der Favorit allerdings beileibe nicht. 3216 zu 35 großer Unmut im VIC, weil Lovren bei Pereiras Konter sehr leicht fällt. Da hat Liverpool Glück. Watfords Kapitän regt sich nicht ganz zu Unrecht über MPS Pfiff auf. Dennoch ist es wenig überraschend, dass Pereiras Proteste an der Entscheidung nichts ändern, 3016 zu 32 nicht nur die Gäste haben feine Füße. Über gleich vier Mann spielen sich die Hornissen per Einkontaktfußball nach vorne, und dann hat Doyle Foy eine Idee. Mit seinem Schnittstellenpass in die Tiefe überrascht der Spanier allerdings nicht nur die Roten, sondern eben auch seinen Mitspieler. Folglich bleibt es beim leistungsgerechten 0:0, 2816 zu 30, die ärztliche Abteilung gibt ihr okay und schließt damit offenbar eine Gehirnerschütterung oder ähnliches aus, wo inzwischen zum Glück etwas genauer hingeguckt wird. Kiko hat also grünes Licht und kehrt auf den Rasen zurück, 2616 zu 29, Foster räumt Kiko ab. Mit einer Hand faustet der Keeper souverän einen Ball aus dem Strafraum, räumt dabei aber seinen Mitspieler volle Mühe mit dem Knie ab. Der Spanier liegt eine Weile benommen im Strafraum und wird anschließend von den Medizinern zur Seitenlinie geleitet. Vermutlich berappelt sich der Mittelfeldmann gleich wieder, wir beobachten das Ganze erst einmal weiter, 2416 zu 27, auffälligster LFC-Profi ist bisher ein Schweizer. Jerdan Shaqiri alias der Kraftwürfel sorgt mit seinem linken Fuß erneut für Schnappatmung beim Publikum, doch am Elfmeterpunkt verpasst die Holland Connection Wijnaldum und Van Dijk die jeweils hauchten, 2216 zu 25, Watford gibt sich weiterhin Mühe. Auf Rechtsaußen lässt Capo seinen Gegenspieler Mané ganz alt aussehen, Doyle Foys Hereingabe von rechts in die Gefahrenzone bekommt Lovren mit etwas Mühe aber gelöscht.
Watford baut neu auf, doch dann spielt Doucouré einen Fehlpass. Das Stadion stöhnt auf und die Reds ziehen wieder ihren Ballbesitzfußball, auf der bislang noch nichts einbringt. 1916:21 Shaqiri bringt Gefahr von außen. Fast von der Mittellinie zieht der Schweizer eine Bananenflanke mit dem linken Innenriss in den Strafraum, wo Selle der Abwehr enteilt, doch Foster stürmt heraus und bekommt noch seine Fingerspitzen an den Ball. 1816:19 wieder verlieren die Gäste an der Außenlinie den Ball, diesmal spielt Alexander Arnold den Fehlpass. Watford erobert die Kugel am Mittelkreis und hat ganz viel Platz, doch Doyle Foy kann mit seiner Hereingabe von links nur eine Ecke herausholen, und diese bleibt harmlos. 1616:17 Es läuft nicht rund bei Liverpool, Robertson misslingt ein Zuspiel über 8 Meter auf der linken Außenbahn, entsprechend sparsam guckt Jürgen Klopp an der Seitenlinie. Das ist noch nicht das konzentrierte und torgefährliche Offensivspiel, das der in England wie Deutschland gleichermaßen beliebte Starttrainer von seinen Männern sehen will. 1316:15 Die Reds drücken und strahlen bei jeder Offensivaktion Gefahr aus, obwohl bisher noch der erste Abschluss fehlt. Bislang bekommen die Hornissen jedes Problem in der Defensive gelöst und trauen sich nun auch selber ein wenig nach vorne. Dann machen sich allerdings technische Mängel bemerkbar. Die Partie spielt sich folgerichtig weiterhin zwischen den Strafräumen ab. 1616:12 Was macht denn Alisson da? Der Keeper will sich ins Aufbauspiel einschalten. Sein Pass zu Firmino missglückt Jetko völlig. Watford kommt in Ballbesitz und spielt Doyle Foy im Strafraum an. Doch der Angreifer kann die Pille nicht kontrollieren. Ein Konzentrationsfehler des Spaniers im Stellungsspiel, der ansonsten aus 10 Metern hätte einschieben können, Glück für den Keeper. 1616:09 Über rechts will Klüne das Offensivspiel der Gäste ankurbeln, sieht sich aber extrem tief stehenden Hausherren gegenüber und gibt das Leder zurück zu Lovren. Dieser spielt links raus, doch Watford verschiebt gut und erzwingt den Rückpass zu Alisson. 1616:07 Liverpool kombiniert sich über Firmino und Selle das erste Mal durch den schwarz-gelben Abwehrriegel. Shaqiri will den Ägypter per Chip steil schicken, doch ein Abwehrbein ist dazwischen und der aufmerksame Ex-Nationalkeeper Foster, ein Einsatz bei der WM 2014, schnappt sich die Kugel. 316:05 Die Reds beginnen mit der erwartet breiten Brust und übernehmen vom Beginn weg den Ballbesitz. Van Dijk schickt Mané das erste Mal per langem Ball steil, doch Cathcart klärt im Zweikampf aufmerksam zur Seite und verdient sich den ersten Szenenapplaus der ebenfalls gut aufgelegten Zuschauer. 216:04 Das geht ja gut los. Nach zwei Zeigerumdrehungen liegt die Pille das erste Mal im Netz und ganz Watford rastet aus, jedoch nur kurz, denn Doyle Foy stand vor seinem Schuss im Abseits. Das hat das Schiedsrichtergespann gut erkannt. 116:02 Die Gastgeber dürfen anstoßen und der Ball rollt. 16:01 Die Spieler haben den Rasen bereits betreten, auch der unparteiische Jonathan Moss steht zum Anpfiff bereit. Es kann losgehen, 16:01, doch auch die Hausherren können kicken. Top-Torjäger Pereira netzte bereits 5-mal und wird vom beim großen FC Barcelona ausgebildeten Edeltechniker Doyle Foy unterstützt. Pflichtsieg oder Überraschung? Gleich wissen wir mehr. 15:59 Jadon Shaqiri hat sich nach einer schwierigen Anfangsphase inzwischen fest in die Rotation gespielt und soll heute gemeinsam mit den Big Three Mané, Firmino und Selle die Schwarz-Gelben das Fürchten lehren. 15:56 Im Gegensatz zu den Hornets tummeln sich beim LFC jede Menge bekannter Namen. Mit Firmino, Hoffenheim und Shaqiri, FC Bayern, stehen zwei Ex-Bundesliga-Profis in der Startelf. Auf der Bank vervollständigen Matip, Schalke und Hater RB das Quartett. 15:54 Auf der anderen rotiert Xavi Gracia dreimal im Vergleich zum neulichen 1:1 in Southampton. Massina, Capu und Stürmer Dini dürfen anstelle von Kaloba, Success und Hollebas antreten.
Wegen der Wadenverletzung des Letztgenannten läuft bei den Schwarz-Gelben kein aus der Bundesliga bekannter Akteur auf. Experten dürfte der gebürtige Aschaffenburger Hollebas noch aus seiner Zeit bei 1860 München ein Begriff sein. Den Hunnissen wird der Grieche schmerzlich fehlen. Seine 6 Torbeteiligungen machen Hollebas zum Topscorer Watfords. 15.48 Uhr als einziger Profi erhält Mittelfeldlenker Fabinho eine Pause, für den Henderson ins Zentrum rückt. Im Vergleich zum Erfolg gegen Fulham wird außerdem Joe Gomez aus Vorsichtsgründen geschont. Lovren kehrt stattdessen zurück auf seine angestammte Position der Innenverteidigung. 15.46 Uhr klarer Favorit sind aber natürlich die Gäste, Heimvorteil hin oder her. Etwas überraschend rückt der LFC auch mit der vollen Kapelle an und verzichtet darauf, seine Stars vor dem richtungsweisenden Champions-League-Spiel in Paris am Mittwoch etwas zu schonen. Van Dijk, Celle, Firmino, sie alle warten nur auf den Anpfiff, um loszulegen. 15.41 Uhr in Watford wartet allerdings keine Laufkundschaft auf die Reds. Die Schwarz-Gelben liegen als Tabellensiebter absolut im Soll und gehen recht entspannt in die Partie. Vor heimischer Kulisse sind die Leistungen zwar schwankend, doch immerhin Tottenham wurde diese Saison schon mit 2:1 nach Hause geschickt. Da geht also was für die Jungs von Xavi Grazia. 15.36 Uhr Liverpool ist in dieser Premier League Saison noch ungeschlagen und konnte sich nach der bitteren Champions League Pleite in Belgrad gegen Fulham 2:0 zumindest wieder rehabilitieren. Dank der Torschützen Salah und Shaqiri ging der 18-malige englische Meister mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause und will heute nahtlos daran anknüpfen. 15.34 Uhr im DVIC tritt heute mit dem LFC der aktuelle Tabelle Zweite der Premier League an. Jürgen Klopps Reds liegen mit 2 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Manchester City in Lauerstellung, dürfen sich aber selber heute keinen Ausrutscher erlauben. 15.19 Uhr willkommen an der Vicarage Road. Spitzenteam Liverpool gibt sich beim Überraschungsteam Watford die Ehre. Im Nordwesten von London rollt der Ball ab 16 Uhr, viel Spaß mit dem Ticker.